Ja, hallo Leute, heute will ich euch meinen 1789 Mod für das Spiel March of the Eagles vorstellen. Ihr seht es hier schon, 1789. Und ich habe mit diesem Mod die Grenzen von 1789 so gut wie möglich nachgebaut. Ihr seht hier zum Beispiel Polen, das werden wir auch gleich mal spielen. Ich habe die großen Nationen leicht geändert. Also Polen ist jetzt eine der großen Nationen, auch mit eigenen Dominanzprovinzen. Schweden nicht mehr dafür. Also Schweden wurde durch Polen ersetzt. Dann, es gibt den kleinen Bug hier, dass hier noch 1805 angezeigt wird. Ich weiß nicht, wie man das ändert, aber ja. Ich habe im Spiel die Diplomatie-Situation von 1789 nachgebaut. Also hier ist zum Beispiel der österreichisch-russisch-osmanische Krieg. Frankreich hat seine ganzen Vasallen noch nicht. Es gibt noch keinen Krieg zwischen England und Frankreich und so weiter. Dann habe ich eben die neue Nation Polen eingefügt. Die neue Nation Venedig. Dann habe ich das Heilige Römische Reich so gut wie möglich nachgebaut. Das ist aber nicht ganz korrekt, weil ich dazu, dass es ganz korrekt ist, einfach 1000 Länder ungefähr machen müsste. Und das mache ich nicht. Aus verständlichen Gründen, glaube ich. Dann habe ich euch für Polen hier die Ideen. Die Flagge hier weiß ich leider nicht, wie man die ändert, aber ihr seht, hier steht auch polnische Ideen und okay, da steht noch schwedische Sachlichkeit. Naja, egal, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also ich habe auch das so gut wie möglich geändert. Und der Mod ist auch für Multiplayer gedacht, denn ich habe die Armeegrößen der Länder ein bisschen abgeändert, dass sie eben gleicher sind, falls man das so sagen kann. Damit Frankreich nicht gleich immer gewinnt und Russland, sondern dass alle eine Chance haben sozusagen. Ja, und das waren glaube ich auch schon alle großen Neuerungen des Mods. Alle Nationen haben eine Armee, also auch die neuen Nationen haben alle eine Armee bekommen. Und weil ich nicht die Zeit hatte, dass ich 1000 kleine Armeen per Hand, also per Selbermachen erstelle, habe ich zum Großteil einfach Armeen kopiert, die es schon gab im Spiel. Zum Beispiel ist eben für Polen habe ich russische Armeen kopiert. Von dem her werden einige dieser Armeen vielleicht gleiche Anführer haben. Kann ich das irgendwo? Nein, mir das anscheinend noch nicht zeigen, aber egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, also das ist der Mod. Polen ist die neue Großmacht. Und das war's eigentlich auch schon wieder. Ein Link, also ein Download-Link, müsste in der Beschreibung des Videos sein, wenn ich nicht vergesse. Und auch ein Link zur Forumsseite, die ich für den Mod erstellt habe. Ja, und danke für eure Aufmerksamkeit, wenn man das so sagen kann. Gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Ich denke kaum. Nein, müsste so passen. Okay, danke fürs Zusehen und tschüss.